Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Web-Talk. Wir schauen uns die Plattform Glitch an. Es geht in dieser Reihe ja um offene Web-Tools und Glitch ist an sich gar nicht ein Web-Tool, sondern eher, ich würde es einordnen als Plattform oder vielleicht sogar als Community, wo man eben sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche offene Web-Tools finden, nutzen und vor allen Dingen dann auch Web-Inhalte selbst erstellen, teilen und wiederum remixen kann. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen viel an, aber wir gucken uns das Schritt für Schritt an. Zuerst also ein bisschen, was Glitch überhaupt ist und dann am Beispiel von einem Zufallsgenerator, wie man Glitch nutzen kann und wie man da auch ganz konkret eigene Sachen erstellen und teilen kann. Ja, und um euch das zu zeigen, teile ich zunächst mal meinen Bildschirm. So, da sind wir. Offene Webtools auf Glitch mit dem Beispiel, einen eigenen Zufallsgenerator zu gestalten. Wie es sich für einen Webtalk über Glitch gehört, steht natürlich auch diese Präsentation selber schon auf Glitch. Ihr findet es auf der URL webtalk.glitch.me. Also Glitch geschrieben G-L-I-T-C-H und das Mi, dann das Englische, also .me, webtalk.glitch.me. Und da drin sind dann auch ein paar Links, die wir uns dann nach und nach angucken werden. So, was ist überhaupt Glitch? Ich habe das gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, dass man eben darauf Webinhalte, Webanwendungen online bringen kann. Das Besondere daran ist dann die niederschwellige Möglichkeit zum Remix und eben, dass es sehr, sehr einfach ist, auch eigene Sachen zu veröffentlichen. Was ich jetzt erstmal schön finde, warum ich mich auch entschlossen habe, Glitch in diese Web-Talk-Reihe mit aufzunehmen, sind die Punkte, die hier unten stehen. Wichtig ist ja immer, wenn wir über offene Web-Tools reden, dass es mindestens eine Möglichkeit geben soll, dass das Tool auch nutzbar ist, ohne dass ich mich irgendwie registriere oder irgendwas installieren muss. Das ist bei Glitch gegeben. Ich kann also einfach so da drauf gehen und was online bringen. Allerdings mit der Einschränkung, dass es dann nur für eine Woche online ist. Ich halte das für so schulischen Kontext zum Beispiel durchaus für eine gute Variante zu sagen, man entwickelt was und man teilt es dann, man guckt sich das gegenseitig an und nach einer Woche ist es dann vielleicht auch nicht mehr da. Es gibt sonst immer auch noch die alternative Möglichkeit, dass sich zum Beispiel die lehrende Person einen Account anlegt, der ist in der Basisversion auch kostenfrei und sich dann die erstellten Sachen von den Schülerinnen und Schülern zum Beispiel in den eigenen Account rein remixt, dann würden sie auch längerfristig erhalten bleiben. Aber wichtig ist ja, wenn ich mit einer Klasse sowas erstmal nutzen will oder auch in irgendwelchen anderen Kontexten, möchte ich ja nicht unbedingt, dass sich erstmal alle da registrieren müssen. Also das funktioniert bei Glitch. Nächster Punkt dann, das habe ich hier schon dargestellt, weitgehend kostenfrei. Glitch hat mittlerweile ein Freemium-Modell. Sie bieten sowas an, dass sie sogenannte Boosted-Apps machen, also Web-Anwendungen, die besonders schnell laden und dann auch direkt im Browser sichtbar sind. Da bezahlt man dann was dafür. Meine eigene Perspektive ist die, wenn man das tatsächlich einfach so für sich nutzt und oder auch im Unterricht, im Bildungskontext nutzt, ist es nicht unbedingt nötig, auf diese Boosted-Variante umzuschalten. Das ist dann eher was, wenn ich zum Beispiel Lernformate anbiete in einem größeren Kontext, möchte, dass da ganz viele Menschen drauf zugreifen können und ich denen das auch nicht erklären kann. Passt auf, wenn ihr da draufklickt, dann lädt es erstmal kurz. Dann ist es sicherlich sinnvoll, sowas zu haben. Aber wenn man das irgendwie in einer direkten Bildungssituation macht und dann eben kurz erklären kann, Glitch, das lädt vielleicht kurz mal 2, 3, 4, auch mal 5 Sekunden und erst dann ist die App da, dann ist das an sich relativ unproblematisch, das auch ohne diese Boosted-Variante zu machen. So, und dann natürlich gehört ja unbedingt dazu, zu dem OER-Kontext, dass eben Glitch sehr, sehr stark auf offenen Bildungspraktiken beruht. Also dieses Remix-System habe ich schon geschildert, dass es eben total toll ist. Man hat was, was jemand anders erstellt hat, braucht also nicht ganz von neuem anfangen, sondern remixt es einfach und baut daran weiter. Es gibt so ein integriertes Hilfesystem, was tatsächlich total cool ist. Das zeige ich euch nachher. Also ich kann was markieren und sagen, ich komme hier gerade nicht weiter. Und die Glitch-Community, die tatsächlich wächst,
kommt dann jemand mit dazu und fragt und hilft und macht mit. Also es macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß, in so einem Sinne auf Glitch auch zu arbeiten. Und dann gibt es auch ein ganz, ganz ausgebautes System für Kollaboration, zeige ich euch auch nachher. Also ähnlich, wie man das vielleicht von Etherpads oder auch wir haben in dieser Webtalk-Reihe schon CodyMD kennengelernt, dass ich einen Link habe, den ich dann teilen kann und dann können andere mit daran arbeiten. Genauso funktioniert das auch bei Glitch. Also von daher insgesamt unter so einer Perspektive zeitgemäße Bildung erstmal ziemlich vielversprechend. So, was kann ich dann also damit praktisch machen? Wie kann ich lehren und lernen? So ein bisschen habe ich es schon erzählt. Ich finde es erstmal total schön, dass man einfach ganz viele Tools findet, die man einfach so verwenden kann. Und oft ist es ja so, wenn ich zum Beispiel sowas brauche, ich will jetzt einen Countdown oder ich will irgendeinen Timer für meinen Workshop oder ich möchte für meine Klasse eine Gruppeneinteilung machen und dann gehe ich zu Google und suche danach, dann finde ich irgendwelche kruden Websites, die ganz oft auch mit ganz viel Werbung verseucht sind und auf denen ich da drauf gehe und es dann irgendwie so mehr aus der Not raus nutzen muss. Bei Glitch ist es so, dass es eben oft auch von Jugendlichen oder ja auch so Menschen, die eben einfach Spaß haben, so ein bisschen in ihrer Freizeit zu coden, die machen da irgendwas, packen das da drauf und man findet es dann und kann weiter nutzen. Also erstmal diese Art und Weise, Webanwendungen zu nutzen, die auf Glitch da sind, das hat was sehr, sehr Sympathisches und macht einfach unwahrscheinlich viel Spaß. Also das ist die einfachste Variante. Da gibt es einfach ganz viel, das kann ich verwenden und nutzen und einsetzen. Und da gibt es auch viele Sachen, die relevant sind für den Bildungskontext. Kommen nachher auch einige Beispiele noch dazu. So, das andere, das ist dann überwiegend die Lehrendenperspektive, so wie ich das jetzt auch mache mit dieser Seite webtalk.glitch.me. Ich möchte gerne eine Präsentation veröffentlichen und euch zeigen können. Das kann ich also machen, dass ich auf Glitch eigene Inhalte zur Verfügung stelle und dann eine URL mehr generiere und die dann entsprechend teilen kann und ihr könnt die Sachen sehen. Und da funktionieren natürlich nicht nur solche Präsentationen, sondern ich kann irgendwelche Webseiten machen, ich kann irgendwelche anderen Formate mir überlegen. Also da ist im Prinzip so gut wie alles möglich. Und für mich die spannendste Variante ist das dritte, könnt ihr euch sicherlich schon denken, dass man Glitch eben total toll für projektorientiertes Lernen nutzen kann, dass es eben nicht so ist, von Lehrendenseite aus erstelle ich irgendwas und stelle das dann Lernenden zur Verfügung, sondern Lernende sagen eben selber, wir haben uns jetzt mit dem und dem Thema beschäftigt und dazu basteln wir jetzt eine kleine Webseite oder dazu gestalten wir einen kleinen Comic oder dazu machen wir eine kleine Geschichte oder eben so, wie wir es heute kennenlernen, wir bauen einen kleinen Zufallsgenerator, zum Beispiel Hausaufgaben-Entschuldigungsgenerator oder ähnliches. So, und das Schöne ist, also man hört es jetzt schon so ein bisschen raus, natürlich ist Glitch dann eigentlich eine Programmierplattform, aber ich finde gerade den Link, dadurch, dass man so vielfältige Sachen machen kann und die dann nicht von null auf startet, sondern remixt, was schon da ist, ist es auf jeden Fall eine Plattform, die in ganz vielen verschiedenen und unterschiedlichen Fächern verwendet werden kann. Und dieses Programmieren und hinter die Webseite schauen, passiert dann eher also so nebenher und gehört eben mit dazu, aber ist dann nicht der eigentliche Inhalt, mit dem ich mich auseinandersetze. Ich kann es natürlich gleichzeitig auch sehr, sehr gut im Informatikunterricht nutzen und da verschiedene Programmiersachen und Ähnliches durchprobieren. Da ist aber im heutigen Webtalk nicht der Schwerpunkt da drauf. So, schauen wir mal weiter. Wie funktioniert das jetzt genau? Das ist die eigentlich spannende Frage. Grundsätzlich muss man sich drei Schritte merken. Man findet bei den meisten Glitch-Projekten die sogenannten Fische. Die zeige ich euch gleich bei dem Beispielsprojekt. Da kann ich draufklicken und Remix auswählen. Wenn ich das gemacht habe, kann ich die Inhalte ändern, anpassen, wie ich es will. Ich kann eine eigene URL wählen und dann kann ich das Ganze veröffentlichen. So, und weil das jetzt natürlich sehr theoretisch klingt, ist es wichtig, dass wir uns das direkt angucken und selber einfach mal ausprobieren. Und dafür habe ich, wie angekündigt, dieses Beispiel mitgebracht, Zufallsgenerator. So, diesen Zufallsgenerator findet ihr unter basisgenerator.glitch.me. Das ist diese Seite. Das ist jetzt unspektakulär gestaltet, wollen wir sagen. Also einfach hier mal gesehen. Man sieht, das ist jetzt für den Kontext Märchen. Was kann da sozusagen Verschiedenes vorkommen? Und das ist eben, wie man sich so ein Zufallsgenerator-Bot vorstellt. Ich kann da auf Neu anzeigen klicken und dann werden die Sachen unterschiedlich zusammengestellt. So. Das
wäre jetzt einfach so, wenn man das so sehen würde, würde man wahrscheinlich sagen, was will ich da mit großem Unterricht anfangen? Ist jetzt nichts Besonderes. Ich glaube, das Spannende wird dieses, dass man eben, wenn man gerade dahin kommt, dass man diese Projektorientierung reinbringt und dann eben sagt, Schülerinnen und Schüler können sowas selbst gestalten. Man hat eine Unterrichtseinheit gemacht, zum Beispiel zu Märchen, und guckt sich dann an, was entstehen denn da dann für unterschiedliche Zufallskombinationen. Aber die Schülerinnen und Schüler packen selber die Bezeichnung da rein oder überlegen sich vielleicht sogar ganz, zu welchem Thema sie so einen erstellen wollen. Was wir jetzt machen, ist, dass wir uns tatsächlich diese drei Schritte durchgucken. Also wir haben jetzt das aufgerufen und der erste Schritt war ja, halte Ausschau nach den Glitchfischen und klicke auf Remix. So, und diese Glitchfische finde ich hier oben in der Ecke, rechts oben, da seht ihr das so. Seht ihr jetzt auch, dass es von mir erstellt ist. Wenn es von irgendjemand anders wäre, würde das da stehen. Bei mir gibt es jetzt die Option, dass ich mir auch direkt die Quelle angucken könnte. Das wäre bei euch sozusagen nicht der Fall, oder könnt ihr wahrscheinlich auch sehen, aber ihr könnt es dann da nicht bearbeiten, weil es ja sozusagen mein Projekt ist. Aber was ihr machen könnt, ist, dass ihr da draufklickt und sagt, Remix on Glitch. So, und was dann passiert, ist, dass das gesamte Projekt, was ich erstellt habe, dieser Zufallsgenerator, komplett kopiert wird und in ein neues Projekt reingeladen wird. Und da kommt es jetzt immer ein bisschen drauf an, wie diese Sachen gestaltet sind. Ich habe mich hier sehr drum bemüht, dass ich das möglichst gut beschreibe, was man da jetzt in den nächsten Schritten machen kann und wie das Ganze funktioniert, sodass das auch jetzt, wenn Schülerinnen und Schüler zum Beispiel das Projekt nehmen würden, nicht so kompliziert wäre, da dann jetzt selber in irgendeiner Form damit weiterzuarbeiten und was zu gestalten. Ich sehe also den ersten Punkt, den Remix habe ich jetzt schon gemacht. Ich würde dann die Datei script.js öffnen, das wäre diese hier, und sehe hier jetzt, und das ist jetzt das, was ich ganz konkret meinte vorher mit diesem, ich muss nicht unbedingt programmieren können, um jetzt in irgendeiner Form mit diesen Sachen, die ich hier finde, umgehen zu können, weil ich gesehen habe, wie sieht die fertige Seite aus. Und ich habe hier auch das fertige Programm oder die fertige Software da in irgendeiner Form dazu. Und dieser Text hier ist zusätzlich noch kommentiert. Also ich sehe hier oben, wenn ich wollte, könnte ich mir hier ein anderes Giphy-Bild als Hintergrund reinsetzen. Und ich könnte dann hier unten alles beliebig ändern, was ich ändern möchte. Also wenn wir hatten im Märchen, gibt es mit was? Und ich möchte jetzt nicht nur mit einem Zauberstab, mit einem magischen Schlüssel, sondern ich will da auch noch andere Sachen dazusetzen oder das anders machen, dann kann ich das hier einfach mit dazu eintragen. Und genauso kann ich natürlich auch wegkommen von dem Element, dass ich sage, ich möchte jetzt vielleicht gar keinen Märchengenerator, sondern ich finde es viel spannender, jetzt einen Hausaufgaben-Entschuldigungsgenerator zu produzieren. Und dann würde ich eben hier damit so vorgehen, dass ich sage, nicht im Märchen gibt es, sondern ich habe meine Hausaufgaben vergessen, weil. Also das ist dann dieser zweite Schritt. Ich kann alle Dinge ändern, die hier sind, und setze die einfach so ein, wie ich das für richtig finde. Das ist also der zweite Schritt. Und der dritte Schritt wäre dann schon dieses, dass ich sagen könnte, wo ist mein Projekt dann nachher zu finden? Welche URL soll ich also teilen? Und da ist es so, dass Glitch eine Standard-URL sozusagen zufallsmäßig generiert, wenn ich ein Projekt remixe. Da haben wir jetzt in diesem Fall dieses Cuddly Pete Report, wie auch immer. Und ich könnte da jetzt irgendwas hinsetzen, zum Beispiel Zufallsgenerator, das gab es natürlich schon, neu. So würde ich also nennen, Zufallsgenerator neu, das ist noch nicht weg. Und wenn ich dann jetzt auf diesen Link hier, auf den Show-Link klicke und mir das in einem neuen Fenster öffne, dann sehe ich hier, da haben wir jetzt natürlich nichts dran geändert, dass ich genau diesen Zufallsgenerator, den ich gerade eben hatte, jetzt nochmal da habe, aber eben übersetzt und neu hingesetzt auf diese neue Seite zufallsgenerator-neu.glitch.me. Also man sieht, wenn ich nochmal zurückkomme zu diesem zu dieser Präsentation, zum OER Camp Backtalk, die Schritte waren tatsächlich dieses, ich klicke auf die Fische, das gesamte Projekt, was da ist, wird kopiert und in ein neues Projekt reingeschoben.
Ich kann alles das ändern, anpassen, wie ich möchte. Mir wird es einfach gemacht. Ich muss nicht programmieren können, weil ich sehe, was stand denn da und wie kann ich das in irgendeiner Form ändern und anpassen. Und wenn ich möchte, kann ich dem Ganzen noch eine eigene URL geben. Das sind also die Basissachen, die auf Glitch funktionieren. Und wie ich eben jetzt ganz praktisch als eine Unterrichtsidee machen könnte, als ein Beispiel, lasst uns mal überlegen, ein Zufallsgenerator zum Thema politische Phrasen aus dem Bundestag und Schülerinnen und Schüler sammeln mal zusammen, was ihnen einfällt und basteln eben ihren eigenen Zufallsgenerator daraus. Also das ist die praktische Idee, wie man mit sowas umgehen kann. Es gibt, gehen wir noch mal eins weiter, bei Glitch dann jetzt ein paar Sachen, die hatte ich versprochen, die können wir uns dann jetzt noch gezielt angucken, weil bis jetzt ist es so, kann man sagen, ist ganz nett, ist vielleicht auch niederschwellig, kann man gut nutzen. Diese Remix-Funktion ist schon ziemlich cool. Aber es gibt dann eben doch noch einige Sachen mehr, die Glitch dann aus meiner Sicht tatsächlich sehr, sehr vielversprechend machen und dann auch so machen, dass man sagen kann, die Plattform macht richtig viel Spaß darauf, sich umzugucken und es zu nutzen. So. Und die erste Möglichkeit ist jetzt erstmal, gucke ich nochmal kurz hier zurück, zu meinem Skript reinzugehen. Also das ist jetzt dieses Zufallsgenerator neu, was ich gewählt habe. Und es könnte jetzt ja gut sein, dass ich sagen möchte, jemand von euch würde ich total toll finden, wenn ihr mit dazu reinkommt und wir alle gemeinsam hier an diesem Projekt arbeiten und es weiterschreiben können, weil es ja dann viel spannender ist, wenn wir zum Beispiel alle gemeinsam hier weitere Elemente sammeln, dann kommen ja viel mehr zusammen. Und da haben wir hier oben diese Option, dass ich den kleinen Share-Button habe. Und da habe ich den Link Invite Others to Edit. Und das ist genau gleich, wie ich das bei Etherpad oder anderen Sachen machen würde. Ich kopiere einfach diesen Link und sobald Menschen diesen Link haben, können sie draufklicken und sind dann in diesem Projekt drinnen und können mitschreiben. Und genauso sieht man auch, das sind die Sachen, die dann hier oben dabei stehen, dass natürlich sowas funktioniert, dass ich Glitch auch irgendwo einbetten kann und das teilen kann. Sowas ist natürlich ganz genauso möglich, aber aus so einem Kollaborationsaspekt finde ich vor allen Dingen das hier schön, dass ich eben diesen Button habe und dann tatsächlich mit anderen kollaborativ an so einem Projekt arbeiten kann, einfach indem ich den Link nehme, den kopiere und den mit anderen teile. So, das nächste ist, das hatte ich euch schon angekündigt, dass es diese Hilfefunktion gibt, wo dann der Community-Aspekt von Glitch eigentlich zum Ausdruck kommt. Und das ist auch für mich persönlich was, wo ich selber jemand bin, der gerne mal eine Idee hat und sagt, es wäre doch cool, in irgendeiner Form so ein Webtool oder ähnliches zu irgendwas zu haben, aber tatsächlich selbst nur sehr, sehr wenig Ahnung habe von Programmierung und dann oft dahin komme, ich habe da irgendwas reingeschrieben und dann funktioniert der ganze Spaß jetzt nicht mehr und ich kriege irgendwelche Fehlermeldungen. Und was man bei Glitch da machen kann, ist, dass ich mir die Stelle, wo es nicht klappt, markiere. Und sobald ihr was markiert habt, seht ihr hier an der Seite so ein kleines Mädchen, was die Hand hebt, sich also meldet. Und sobald ich hier draufklicken würde, wäre das so, dass auf der Glitch-Startseite angezeigt wird, Nele Hirsch, wenn ich angemeldet bin oder eben anonyme Person, wenn ich, braucht Hilfe im Projekt Zufallsgenerator. Und es wird gleichzeitig angezeigt, es geht hier gerade um diese und jene Programmiersprache, die da in irgendeiner Form hilfreich wird. Das ist dann auch das Tracking, was Glitch macht. Das nutzen die gerade dazu, dass eben die Menschen, die Ahnung von bestimmten Sachen haben, die Sachen dann auch angezeigt kriegen, sodass sie anderen möglichst gewinnbringend helfen können. Also ich hat jetzt Glitch schon erkannt, dass ich nicht besonders viel Ahnung von Programmierung habe. Ich kriege ganz oft so Basissachen angezeigt. Kannst du hier mal bei HTML oder Ähnlichem helfen? Da hängt irgendwas und es wird nicht richtig angezeigt. Und kann ich reingehen in dieses Projekt und da sozusagen mitschreiben und mit dabei was beisteuern. Und das ist was, also weil ich gesagt habe, das ist dann das, was richtig Spaß macht. Ich hatte tatsächlich schon die Situation, dass ich so eine Mini-OER-Suchmaschine gestalten wollte und wirklich fast nur die Idee hatte, das hier geschildert habe und dann auf Hilfe geklickt habe. Und es war so, dass wir dann mit 4 Leuten gemeinsam hier in diesem Projekt hin und her gechattet hatten und dann eigentlich nach 20 Minuten, für mich war das so ein bisschen wie von Zauberhand, hatten wir dieses Teil programmiert und das stand dann zur Verfügung. Und das ist einfach was total viel Spaß macht, wenn man auf so eine Art und Weise in einem virtuellen Raum plötzlich mit
ganz anderen Menschen, die man auch gar nicht kennt und wo man gar keinen Kontakt hat, sondern einfach, weil die sagen, macht ja Spaß, da nochmal was gemeinsam auch zu machen und was zu entwickeln. Und das ist so ein bisschen mein Hobby, gemeinsam was starten kann und was machen kann. Also das ist die Hilfefunktion, die tatsächlich Spaß macht und die man sehr, sehr gut nutzen kann und die auch tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Also oft gibt es ja auch so Plattformen, dann hat man dann sowas wie eine Hilfefunktion, aber es reagiert gar niemand drauf. So, und die anderen Sachen, die ich euch noch zeigen will, finden sich dann hier unten unter den Tools. Wenn ich da draufklicke, dann habe ich einmal die Möglichkeit, sowas zu machen, dass ich zurückspulen kann. Also ist ganz hilfreich, wenn ich irgendwie Blödsinn gemacht habe und plötzlich geht es alles nicht mehr, dass ich dann einfach gucken kann, welche Version setze ich denn jetzt zurück. Und das ist quasi wie so eine Art Timeslider aufgebaut. Dann kann ich bis an den Ursprung des Projektes mich zurückbewegen und dann diese Versionen wiederherstellen. Also ähnlich wie der Versionsverlauf in einem Etherpad. Und hilfreich dann so grundsätzlich für so eine Sicherung von den Dingen, die man macht oder tun will. Und wenn man das dann auch ansonsten noch weiter nutzen will, finde ich, dass es einen ganz tollen Import und Export gibt zu GitHub. Also wer da auch mit drauf ist, wer da nicht drauf ist, muss das gar nicht wissen. Die, die drauf sind, finden das bestimmt auch sinnvoll, dass man sagen kann, ich kann meinen Code, den ich hier gemacht habe, auch darüber transferieren. Und genauso kann ich, wenn ich auf GitHub irgendwas erstellt habe, das auch rüber kopieren. Und das ist dann in Glitch drin. Also das eher so für die Expertinnen und Experten, die zuhören, die ansonsten auch bei GitHub programmieren. Das also zu den schönen Sachen. Kollaboration ist möglich, eine coole, spaßmachende Hilfefunktion. Ich habe diese Exportmöglichkeit zu GitHub, wenn das für mich relevant ist. Und ich kann zurückspulen, also es zerhaut mir nicht das ganze Projekt, wenn ich irgendwie was verkehrt mache. So, habe ich sehr positiv berichtet bis jetzt über Glitch, ist aber natürlich nicht alles toll, das soll man ja auch gar nicht verschweigen. Was Glitch nicht hat, ist tatsächlich sowas wie eine vernünftige Suche. Wenn ich auf die Startseite gehe bei Glitch, also auf glitch.com, dann kriege ich so ein bisschen zufallsmäßig so ein paar Projekte angezeigt. Die haben auch versucht, das ein bisschen so in Sammlungen zusammenzupacken, was es gibt. Und es gibt auch ein Suchfeld. Aber was ich da eingebe, das hilft nicht wirklich, weil Menschen ja auch Sachen remixen. Also zum Beispiel, wenn ich suche nach Presentation oder ich suche nach Slides oder nach Ähnlichem, dann kriege ich einfach ganz oft was, wo Menschen einfach nur mal so spaßeshalber angefangen haben, was zu remixen und da ist nicht wirklich ein Inhalt drin oder irgendwas. Also von daher ist diese Suche, da wollen wir mal sagen, eher frustrierend, als dass sie wirklich weiterhilft. Was ich da sehr empfehlen würde, wäre dieses, dass man in den Glitch-Twitter-Account guckt und über den Glitch-Twitter-Account einfach mitkriegt, ach cool, was haben da Menschen gerade erstellt, was haben da Menschen gemacht und dann das quasi immer aktuell sieht. Und auch ich bemühe mich sehr, Glitch so ein bisschen zu kuratieren und Twitter dann auch oder schreibe in meiner E-Domain, wenn es da coole oder schöne Projekte gibt, die auf Glitch in irgendeiner Form vielversprechend sind. So, der richtige Haken an Glitches, auch das soll nicht verschwiegen werden, dass die Plattform selbst ein kommerzielles, proprietäres Projekt ist, nicht Open Source. Also man hat nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich nehme mir diese ganze Glitch-Plattform und installiere die einfach bei mir selber und nutze die dann. Sondern das, was offen und frei nutzbar ist, was auch angesetzt ist ja dadurch, dass es einfach remixed werden kann. Oft steht nicht direkt eine Lizenz dabei, aber man kann dann auch nochmal nachfragen. Es ist in den allermeisten Fällen so gedacht, dass die Sachen, die eingestellt sind, zum Remix gedacht sind. Also da haben wir dann den Open-Charakter, aber die Plattform selbst ist es nicht. Also, wie geht es jetzt los, wenn ihr praktisch und konkret starten wollt und mit Glitch was tun wollt? Der erste Schritt wäre dieses, was ich euch jetzt gezeigt habe, mit diesem Zufallsgenerator-Projekt einfach mal zu beginnen und vielleicht mal auszuprobieren, kriege ich das remixed, wie sieht es dann aus, kann ich da auch was ganz anderes draus machen, wie würde ich da den Text dann da dazwischen ergänzen, wenn ich das zum Beispiel zu einem ganz anderen Thema machen will. Und dann hat man sehr, sehr schnell so ein erstes Erfolgserlebnis, dass man sagt, cool, ich kann ja eigentlich gar nicht programmieren, aber ich habe da was programmiert. Und wenn man das selber gemacht hat, dann ist es auch nur noch ein kleiner Schritt zu sagen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, kann ich das eigentlich auch mit meinen Schülerinnen und Schülern machen und das dann eben auch im Unterrichtskontext einsetzen. Ich habe euch daneben, das ist hier verlinkt in der Präsentation, noch eine Liste gemacht mit einigen Beispielen von Glitch, die man sich sozusagen auch angucken kann. Und die sind sortiert nach diesen drei Anwendungen, die ich sozusagen geschildert habe. Also es gibt ja einmal die Variante, dass ich gesagt habe, Glitch ist gut und hilfreich zum Nutzen, wenn ich einfach
Webtools so suche und haben will, also beispielsweise ich suche einen Timer für Workshops oder ich möchte irgendwie Aufgaben zuteilen. Das ist sozusagen die erste Variante, wie ich das verwenden kann, wo einfach so ein paar Beispiele mal da sind. Die nächste Variante war dieses, ich möchte selbst Inhalte zur Verfügung stellen. Da habe ich auch relativ einfache Remix-Vorlagen einfach mal zur Verfügung gestellt, sodass man sagen kann, also das kann ich auch hier einmal kurz als Beispiel zeigen, wenn ich da drinnen bin und dann zum Beispiel eine ganz einfache Webseite machen will mit einem Video, was ich einbette und vielleicht im H5P-Inhalt und vielleicht im Bild, dann habe ich das hier als ein Muster, als einen Rahmen und das macht es mir dann natürlich sehr, sehr viel einfacher, wenn ich am Ende sage, ich kann das dann einfach remixen, meine eigenen Inhalte reinsetzen und dann bin ich damit relativ schnell fertig. Also das Prinzip wäre auch hier ganz genau gleich. Ich klicke auf die Fische, klicke auf Remix und Glitch, ändere die Inhalte, ändere die URL, wenn ich das möchte und bin fertig. Und schließlich auch aus diesem anderen Bereich noch, also wenn wir sagen, Remix-Projekte, die dann tatsächlich schön sind, auch aus so einer Perspektive projektorientiertes Lernen, das sind dann die, die hier unten stehen und geöffnet habe ich dieses erste, also die Comicseite.glitch.me, da ist es so, dass tatsächlich Schülerinnen und Schüler oder auch andere Lernende ihren eigenen Comic gestalten können. Und es funktioniert genau gleich, wie wir das gezeigt haben. Sie hätten hier die Remix-Fische, das Projekt ist kommentiert, da stehen Sachen dazwischen drin und Sie können dann eben anfangen und Ihre eigenen Texte, Ihre eigenen Inhalte, auch Ihre eigenen Bilder da reinfügen. So, das wäre also die grobe Übersicht da dazu, wie ich auch vorschlagen würde, damit zu starten und einfach anzufangen, mal auszuprobieren. Entweder direkt mit dem Basisgenerator als ein Projekt oder eben auch gerne aus dieser Liste auswählen. Und das ist so gestaltet, dass ihr da auch editieren könnt. Also wenn ihr jetzt bei der Suche nach Glitch noch sagt, mir ist noch dieses Projekt aufgefallen oder jenes Projekt, dann ergänzt es gerne, sodass sich das dann andere auch anschauen können. Zusammenfassend, Glitch also nicht nur ein offenes Webtool, sondern tatsächlich eine Plattform, eine Community, die sehr, sehr vielfältig einsetzbar ist zum Lehren, zum Lernen oder auch einfach zum Nutzen von irgendwelchen Webanwendungen, auf die man da trifft und die auf alle Fälle sehr, sehr viel Spaß macht. Man verliert sich leicht ein bisschen drin, das sei noch so als Warnung mitgeschickt. Aber auf jeden Fall glaube ich, also ist meine Einschätzung so davon, dass man von Glitch tatsächlich sehr, sehr viel mitnehmen kann und das gut in Bildungskontexte einbetten kann. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren dabei.